399 Liter. Gut, dann passt der auch alles. Wo ist denn der scheiß Gruber? Hä? Da wurden wir letztes weggeschmissen, da steckt mal oben auf dem Feld. Also, ja, wir hatten noch 2-2. Da müssen wir auf der Karte gucken. 360. Moment. Das ist Freitag, mein Bruder, also die von heute. Ach, hier steht gar keiner. Hä? Ja, dann mal suchen erstmal den Gruber raus. Ich weiß, der steht am Hof. Wieso denn das? Jetzt steht er am Hof, ja stimmt, da steht jeder steht am Hof. Der zweite. Jeder. Will er so am Hof stehen? Ne, wir haben hier keinen Forstmod leider. Ja, ein Sport. Achso, wenn es mal wieder neue Sachen gibt. Ja, wenn ich mal wieder Zeit habe, quasi ein paar neue Sachen zu designen. Aber das kann ich natürlich machen. Ja. Wie gesagt, also da ja, kann ich mal schauen, was es noch so gibt. Das kommt ja mal drauf an, weil Spreadshot gibt mir natürlich vor, was ich verwenden kann alles. Und da kann ich mein Logo drauf pappen und kann mir das individuell gestalten und dann kann ich das in meinem Shop anbieten. Aber wie gesagt, da muss ich eben erstmal schauen, ob Spreadshot wieder was Neues vielleicht hat, weil jeden Schwachsinn wollte ich da natürlich nur nicht reinschmeißen. So. Ja, treffen könnt ihr mich auf jeden Fall. Und zwar auf der Gamescom nächstes Jahr. Da könnt ihr mich treffen. Nächstes Jahr Gamescom 2015, da bin ich bestimmt am Start. Wenn es mich und YouTube noch gibt, dann ja. So. So, die sind auch wieder runter zum Feld hier. Mach mal Licht an. Da sind auch noch zwei so Teelichter da drinne. Ja, das ist der Chat ist einfach viel interessanter. Ich mag das halt nicht, wenn ich, sage ich mal, jetzt hier zocken tue. Und ich habe die scheiß Seemaschine erwischt. Verdammte Axt. Entschuldigung. Ich mag das halt nicht, wenn ich hier zocken tue und quasi ihr mir die ganze Zeit in den Chat schreibt und vielleicht auch Fragen stellt und so. Und ich die euch quasi nicht beantworte, weil dann ist meines Erachtens der Sinn eines Livestreams verloren gegangen, weil dazu ist da ja auch da der Livestream, dass wir halt live miteinander zocken. Also meine ist doch noch stark, Demo wird nicht kommen. Ich meine nicht davon, es gab schon beim 13. Ach doch, beim 13er gab es eine Demo, aber erst nachdem er veröffentlicht wurde. Nein. Ne? Nein. Die kam schon vorher. Ohne Scheiß, weil das war mit einem meiner ersten Videos auf dem Kanal. Ah ja, stimmt. Bin schon mal gespannt, ob das beim 15er noch kommt. Wohin? Wenn die Demo wäre, sieht das schon ein bisschen zu spät, wenn wir ehrlich sind. Genau, meine lieben Freunde. Der Chris Gaming LP hat recht. Ich setze das nur auf, wenn die Zuschauer was für mich machen. Das ist nämlich hier, das beruht auf Gegenseitigkeit, wisst ihr? Das ist ein Geben und ein Nehmen. Nicht nur immer ein Nehmen, ja. Ein Geben und ein Nehmen. Bin ja schon mal richtig glücklich, dass ihr alle da seid. Weil ich euch alle geil finde, aber ein Geben und ein Nehmen. Und ihr könnt nicht immer verlangen, dass ich mich hier zum Trottel und zum Vollhorst machen soll, auch wenn es zur Volksbelustigung dient, ich weiß. So. 360, Baby! Der war gut. So, immer noch über 100 Zuschauer. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Mal schauen, wie viel es nachher bei Outlast Whistleblower werden. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, ihr kommt dann alle 21 Uhr wieder zu Whistleblower. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Das wäre auf jeden Fall super nice. Weil das wollen wir ja zusammen richtig schön durchzocken und uns schön gemeinsam erschrecken. Ich hoffe, was? Meine... Kein LS, das Abo. Was? Was? Machst du ab 21 Uhr kein LS mehr? Wer? Du? Nö. Die Abo. Ach Quatsch. Ihr gebt mir die Daumen, das stimmt natürlich. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Wenn ihr mir dann immer alle die Daumen gebt. Däumchen nach oben und man wird dich loben, ne? Nie vergessen. Ganz wichtig. Das ist das Wichtigste für die Let's Player überhaupt. Der Daumen nach oben und schön die Kommentare, einen Kommentar schreiben.
oder sonstiges. Es ist einfach urwichtig, weil das alles, ja, erstens freut man sich unglaublich. Erstens freut man sich unglaublich, wenn halt die Leute die Videos schauen und positiv bewerten natürlich. Und dann kommt ja noch dazu, dass das natürlich alles Interaktionen auf die Videos sind und das freut einen natürlich noch mehr als Let's Player. Genau. So, was wird jetzt hier geschrieben? Ich muss mal kurz anhalten. Was ist mit Altes Live auf PCE? Ja, Altes Live wird es auf PCE an sich nicht mehr Oh, Jens geben, denn muss es wird nachher PC weg. Live kommen. Bloodborne, schön, dass du dabei bist. Schade, dass du nicht dabei bist, Jens. Infovideo folgt morgen. Da hätte ich mich gefreut. Good Gaming, bis zu Outlast. Bye bye. Bis nachher. So. Erik. Der Agrar 9 kommt, Agrar 9, so schaut das so aus, kommt nach und auch zu dir, Tino, wegen Outlast. Oh, das ist schön. Das freut Soll mich. ich dir noch Kannst du auch mal ausrichten? deinen Zuschauern sagen, die sollen dann alle 21 Uhr zu meinem Outlast-Stream kommen, weil du streamst ja dann nicht mehr. Ist richtig. Ja, jetzt müsstest du ihnen sagen. Du hast ja ihn gerade gesagt. Ihr könnt natürlich bei Tino bei Outlast mit zugucken, wenn ihr wollt. Nicht, wenn ihr wollt, ihr müsst. Verdammt nochmal. Ihr geht's nicht nach Wollen. Jetzt nicht in den Chat schreiben, aber mich interessiert alles. Weil das wäre aber das richtig klischeehaft. Ich sollte dich fragen, ob das BCE Live dann der Arma Live Mod ist. Nein, der Arma Live Mod wird ja von Amis entwickelt, das ist wohl komplett was Eigenständiges. Was ist BCE Live? BCE Live BCE ist im Live? Endeffekt. BCE Live wird. Also sagen wir so, wir nehmen eine Mischung aus Arma 3 Live, aus Wii Live und halt unseren damaligen altes Live. Und mischen das halt alles so zusammen. Ach so, okay. PC Live halt. Einfach Ich ein weiß, altes Holger Live hat einen Mod so. Bus designt. Ja. Und da hat er mein Logo mit drauf gemacht. Genauso wie meine Fresse Und dein und Logo auch. Patrick. Mein Logo, deine, dann meine Schnauze hat er von Facebook auch noch genommen, genauso wie Patrick seine und Roxy sein und so. Ja, Holger hat heute sehr viele Bilder wieder im WhatsApp gepostet, deswegen habt ihr vorhin den Zauberstab so oft gehört. Weil er sich wieder kreativ ausgelassen hat, der alte Sack. Ja, das ist BCE. Wo wohne ich grob? An der Physikathelfer. Grenze. Der Thüringer ist jetzt sächsischen Grenze. Das ist grob. So, in Dresden ist falsch, Dominik. Dresden ist ja nur mehr wie die Mitte. Hat So. schon eine Google-Umfrage ergeben, Projekte und ja, die habe ich sogar am Montag ausgewertet, Mike. Also habe ich in den East News alles erzählt. Hast du die East News nicht gesehen? Warte, die Ben Klickzahlen Laxer kenne ich hochgefunden. nicht, nein. Ich bin noch Kopf auf PC, ja. Nummer 9. Irgendwie glaube ich der rechte Hand vom Polizeichef. Was kann Helfer Ossi treffen mich noch mit einem Freund im TS deswegen vielleicht? Hä? Verstehe ich Ich nicht. nix. Ne, ich auch nicht. Das ist ein Deutz. Moment. 7250 TTV. Gut. Bot. Sieht man an der Farbe, die ist nicht mehr so ganz. Oh Mann, jetzt leckt's aber wieder hier. So. Ja, ich kenne Chemnitz. Ne, habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Was ich von Chemnitz halte, weiß ich nicht, weil ich mich in Chemnitz nicht aufhalte. Ist halt eine Stadt, ne? Das gleiche gilt im Übrigen für Zwickau, Klauerau, Leute, ich muss Meerane. mich jetzt mal hier, Entschuldigung, ich muss mich jetzt hier gerade mal aufs Feld konzentrieren, weil sonst glaube ich, fahre ich hier nur zickzack, da wird ja nichts, kommt nichts zusammen hier. Was zocken wir? Zockt ihr den Bagger-Sim? Ja, ich werde ihn auf jeden Fall spielen. Ja, Zocker, XD. Du hast Nein, gerade das ist irgendwas nicht gepostet, was nicht in Ordnung war, deswegen hat mein Nightbot rumgeschimpft. Und jetzt schimpfe ich, mein Freundchen. Da So geht kann ich das dir nicht. verzeihen.
Warum hast du mich denn da vernachlässigt? Ich? Keine Zeit? Nee, schon Bett gerade. Ach so. Guck mal, ich hab dich in den letzten 3 Wochen vernachlässigt, werde ich jetzt geschlagen. Du hast mich vernachlässigt? Nein, er hat mich vernachlässigt. Ach so. Da habe ich gerade gefragt, warum? Weil seit 3 Wochen läuft es ja scheiße irgendwie. Muss es ja irgendwo einen Zusammenhang geben. So. Und ring, ding, 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 ding. Oh, ich hasse Grubern, ey. Ohne Scheiß. Geht gar nicht. Oh. Nein, wir fahren keine Schlepper in Real Life. Ich könnte zwar auch mit so einem alten Traktor immer auf Arbeit fahren, aber da würden die Arbeitskollegen schon blöd gucken, ne? Das würde auch keine Firma irgendwie zulassen, oder wenn wir da ankommen und sagen, wir würden gerne mal hier real auf dem Bauernhof rumfahren. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Weiß nicht. So, Gruber, Du Gruber, kannst doch den Gruber. Führerschein die Dinger ja fahren. Ich darf sogar den großen fahren, weil ich ja LKW-Führerschein habe. Kannst zwar Aufträge fahren, aber dafür aber kein Führerschein. Das ist das Problem. Och Mann, Leute, ich kann nicht Chat lesen. Ich will aber Chat lesen. Und dann fahre ich hier immer so ein Zickzack-Scheiße. Kann ich nicht was anderes machen? Ja, ich mach's gerade das gleiche wie du. Wir müssen ja mal fertig werden. Muss ja ein bisschen hier Quatschen. vorankommen, weil wir haben ja schon über. Spart, haben nicht gerade viel hier. Randy, ich sollte dich fragen, ob sich der eine gemeldet hat, den du am Ende deines News-Videos erwähnt hast. Nö, hat sich nicht gemeldet. Das war im Übrigen der, der hier gesagt hatte, ich soll mit dir eine Schande machen und nicht jedes zweite Video mit dir machen, weil sonst komm, der kann ja die Kleid zusammenlegen und du bist nervig. Ach so, ja, na klar. Was ja so schön ist, weil das einzige Projekt, das aktuell mit Tino läuft, ist LPT, beziehungsweise jetzt halt Hunter und jedes zweite Video. Ich will nicht aber das mit Klick verwechselt Ach, hat. jeder, der mich kacke findet, ist eh doof. So. Entschuldigung. Nein, das ist natürlich Geschmackssache. Der eine, der mag meine Videos, der andere, der mag sie eben nicht. Aber mein Gott, ey. Ich und Randy, wir nehmen ja nicht nur auf, weil Randy 20.000 Bisschen Abos Mike. hat und ich 8.000 Abos und weil wir halt sagen, okay, wir nehmen halt auf, weil wir die Reichweite haben, sondern wir nehmen ja auf, weil wir uns verstehen, weil wir uns schon länger kennen jetzt, weil wir uns leiden können, weil wir uns ja auch irgendwo angefreundet haben und so weiter und so fort. Sonst hätten wir uns ja auch nicht auf der Gamescom getroffen und bla bla bla. Randy war sogar schon bei mir zu Hause, ne? Das müssen wir jetzt auch mal sagen. Gell? Unangekündigt, aber das ist ja erst mal egal. Ist auch was, du warst bei mir. Richtig. Aha. Ich bin tief enttäuscht von dir, Mike. Oder Mike, Mike, Macke, Mike, Mikey, Mike. Ich nenne Mike. Deutsche Bahn, soll ich sagen. Deutsche Bahn. So, jetzt muss ich mal schauen. Moment. Ja, habe ich nicht davon gehört. Werde ich aber auch nicht dran teilnehmen, denn was interessiert mich Erntedankfest? Ich danke mir auch immer selber für jeden Tag, den ich aufstehe, ja. Muss ich aber nicht feiern. Das muss ich nicht feiern. Also, Mike, du, das da. Da musst du da in den nächsten 3 Wochen, ne, weißt du Bescheid. Moment. Moment. Bahn. Achso, ja, na, Deutsche Bahn. Das ist immer noch von der ersten Gamescom damals, wo wir mit dem IC von Hannover, nee, Magdeburg Hauptbahnhof bis nach Köln gefahren sind. Der Typ dieser Bahndings da. Vielen Dank, dass Sie gefahren sind mit Deutsche Bahn. Hat's gerade so rausgekriegt. So, warte Die mal, anderen ich höre Projekte jetzt interessieren weiter mich nicht, geht's. oder nicht so, oder wie, oder was? Da hat sich ja nichts geändert, das ist ja alles beim Alten. So, das ist der erste Stream, den ich von dir schaue. Aha, okay.
Und ich habe mich gefreut, ja. Riesig. An der 15. die Woche jetzt schon online. Da schon mal klingelt durch. So, ich werde jetzt gleich meinen Bart abrasieren, meine lieben Freunde, weil ich nämlich was trinken will und Hunger habe. Und der Stream auch bald zu Ende ist. Auch das. Wie spät haben wir es denn? 43. Ja, wir haben nämlich heute um 20 Uhr noch eine wichtige Besprechung. Zu der müssen wir oder wollen wir dabei sein. Oder was heißt wichtig? Eine Besprechung halt, was die Troubletown-Gruppe betrifft. Und da wollen wir mal schauen. Da quatschen wir über sämtliche Sachen. Und deswegen geht es 21 Uhr ja erst weiter mit dem Stream. Ich würde halt echt gern an der Besprechung teilnehmen. Naja, wir schauen einfach mal. Ja, ich komme vom Dorf, das ist richtig. Aber ich wohne direkt neben der Stadt, von daher. Das Dorf hat eine 50.000 Anbindung, Das aber Dorf wenn es hat eine ein sehr komisch 50 Mbit-Leitung. Internet hat. Wenn es ein sehr komischer Anbieter ist. Ja, Jens, der Überfall war genial, genau. So. Das war ja kein Überfall, das war halt ein spontaner Besuch. Das war ein Überfall. Ihr wolltet mich töten. Ja, da klingeln wir unten an der Tür, da hätten wir kurz mal dagegen gelatscht. Ach naja, da kriegst du die Tür aber nicht auf. Ja, das war ja das Problem, habe ich dann nachher, na ja, gut, das war Glas. Da ist aber Dings drin, da sind so Eisenstreben drin. Oh, okay. Und drin ist noch eine Haustür, falls dir das nicht aufgefallen ist. Na, die war ja Gott sei Dank offen. Ja klar, weil ich ja raus bin, hab aufgemacht die Tür draußen. Also. Sonst ist sie zu. Aber. Mit Senf und Nudossi, ja, das stimmt. Wir hatten es eigentlich noch ein bisschen ausführlicher, aber was ist, wenn wir nicht so spontan auf die Idee gekommen wären, hätten wir das alles noch ein bisschen schön ausreifen lassen können, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben gewesen, auch so war es ja auch schön. Kenne ich Bautzen. Bautzener Senf. Sau bekannt. Kumpel von mir studiert in Bautzen. Oder hat studiert in Bautzen. Sagen wir es lieber so. Frag dir mal, wenn wieder mal Max 6 drauf ist. Ja, das ist halt auch immer das Problem. Das ist zeitlich absolut fast gar nicht mehr schaffbar, weil ich wirklich jeden Tag nach der Arbeit krass am Aufnehmen bin. Einfach nur heim aufnehmen und dann, ich brauche halt wirklich auch die Hi, Revi TV. Ich brauche halt auch wirklich die ganze Zeit, also fast meine ganze Freizeit, um die Videos zu produzieren. Weil es ist ja auch noch viel im Hintergrund. Das ist ja auch das, was immer. Es ist ja nicht nur vor den Rechner sitzen und zocken, sondern es ist eben auch noch viel Hintergrundvideos einstellen, Thumbnails machen, ja, sämtliche Sachen halt eben machen. Ne? Dann streamt man oder will man ja ab und zu auch mal streamen. Muss man ja auch ein bisschen was einstellen und vorbereiten. Also ich mache das immer so. Weil ich bin da eher der gründliche Typ. Ich weiß auch nicht warum. Ist so eine Macke von mir. So. Will man, Die dass 13. alles perfekt funktioniert? Sorry. Die Frage mal, ja gut, LS13 ist ausgelutscht, meiner Meinung nach, Minecraft ist sowieso scheiße. Was ich gemacht Okay. hätte, wenn Randy nicht wäre, verstehe ich nicht die Frage. Also ich würde wahrscheinlich immer noch auf YouTube rumgeistern, würde trotzdem Videos machen. Also unabhängig von Randy. Es hat ja nichts damit zu tun. Ich habe ja nicht wegen YouTube. Ich habe ja nicht durch Randy Hast mit wegen YouTube mir angefangen. angefangen, ne? Nee, Gibst nee. du. Das ist so ist es nicht. Ja, vom David Uwe habe ich, na klar, habe ich was vom David gehört, schon öfters was von ihm, aber der baut halt zurzeit Haus. Die setzen zurzeit den Ringanker oben für das Dach und dann kommt eben das Dach drauf und dann ist richtfest und dann wird quasi der Rohbau überwintern und da könnte sogar sein, dass der David vielleicht im LS15 mal mit reinschaut. Ja, und Thumbnail-Fehler beheben ist klar. Eingeladen ist er immer wieder. So geht's da. Aber wenn wir heute, also ich weiß gar nicht, ob ich heute mit Klicky überhaupt was öffne, weil Klicky kommt halt erst um 11 Uhr wieder von der Charlotte und von der Mutti. Wer jetzt denkt, Charlotte ist deine Oma, nein, ist sie nicht. Und deswegen, genau, dann Charlotte, denke ich mal, noch eine Session Sims machen oder Trainweaver oder ich will auch gar nichts machen oder ich will schauen wir kurz im Westen rüberfahren zu meinen neuen Freunden. Ne? Ist da ja fast rum, ich habe heute gar nicht gefeiert. Ich weiß es nicht so genau. Ich denke mal, wir nehmen dann am Freitag. Ne, Moment, Kapuze heute ist kommt aus Freitag. Österreich. Ja, ne, Wien selber.
Wien, Oh. ja. Naja, aus Wien. Oder direkt aus Wien, je nachdem. Ja, Nee, nee. heute ist. Ach, was weiß ich. Was, heute ist doch Freitag, oder? Ja. Nee, gut, dann werden wir wohl ETS, dann denke ich mal morgen irgendwann aufnehmen. Irgendwann abends. Also, damals, wenn dir tagsüber einer begegnet mit meinem Namen, das bin definitiv nicht ich. Das steht schon mal fest, weil tagsüber, das tue ich mir nicht mehr Ich komme an. aus Thüringen. Kennst du den Fritz hier mit den Thüringer Klößen? Ja. Und? Richtig cool, der Junge, oder? Ja, das war der Burner. Da muss man sich schämen für sein Bundesland. Aber hat, ne? Mit den Ehen hat aber was gerissen. Das war's dann aber schon. Das war's leider, ja. Leider, Gott Ah. sei Dank. Er hat da ja noch ein WM-Lied gemacht. Ah ja, ohne Worte. Fritz, Fritz haut ihn rein. Richtig gut, der Junge. Ja. Ah, steht aber bei Universal Music unter Vertrag, also ein Label. Naja, ohne Worte. Ah, sowas gibt es irgendwie nur bei uns, ich verstehe es nicht. Richtig. So, meine lieben Freunde, aber ich würde sagen, so langsam werden wir uns dem Ende neigen, weil leider, leider, wie gesagt, wir haben 20 Uhr die Besprechung, da wollen wir dabei sein und ja, da müssen wir jetzt mal quasi uns schon einfinden. Ich will noch ganz schnell was essen und muss noch mal auf Toilette Pipi machen und so weiter und so fort und ja, 21 Uhr geht es dann weiter mit dem Outlast-Stream Whistleblower und wir werden es definitiv, also was jetzt die Fragen angeht, wie lange das Stream geht, wir werden es durchzocken. Outlast Whistleblower, werden wir komplett durchgehen. So, und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der dann da ist, der mit zuschaut. Und ja, hoffe einfach mal, ihr seid alle mit dabei und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam, oder? Solange auch so, also nicht noch so die weisen Worte, die du sonst immer so hast. Bleibt ordentlich und bleibt sauber und ja, Jens, ich antworte dir auf Facebook auf jeden Fall. Und danke, vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, benehmt euch, grüßt die Muddis, nehmt keine Drogen, trinkt keinen Alkohol und seid immer lieb, fangt nicht das Rauchen an, ist scheiße und nehmt euch nie ein Vorbild als Randy. Nehmt euch nie Randy als Vorbild, so. Entschuldigung. So, jetzt. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, ich habe meine Antwort jetzt gerade schon in die Kamera gehalten. Muss ich dann den Stream doch irgendwann mal Ich nehme angucken. an, das war dein mittlerster Finger. So ungefähr. Na gut, Freunde. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mich hat es wieder riesig gefreut. Hat super Spaß gemacht, auch mit dir wieder, Randy. Und ja, in dem Sinne sind wir zwei erstmal raus. Wir sehen uns dann quasi im nächsten Stream. Den werden wir dann rechtzeitig wieder ankündigen, so eine Stunde vorher. Ja, Nee. das ist so, naja. Es war halt, das Problem war ja auch, das müssen wir noch ganz kurz sagen, und zwar, dass LS13 im Multiplayer bei uns zwei nicht lief. Also wir konnten nicht zusammen im Multiplayer spielen und mussten jetzt extra hier einen Dedicated Server erstellen, auf dem wir quasi gerade spielen. Sonst hätten wir gar nicht streamen können und deswegen stand bis heute 16:30 Uhr überhaupt auf der Kippe, ob wir überhaupt LS spielen können. Deswegen kam bei mir erst 17 Uhr ein Infovideo. Das habe ich quasi so in dem Moment, wo wir beide einloggen konnten auf dem Server, habe ich fix das Infovideo gemacht und rausgehauen. Naja, und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir aber raus. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Feiertag. Und wir sehen uns nachher beim Stream und Randys Zuschauer auch. Lasst euch gut gehen und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Tschüss. Tschüss, meine Freunde. Bis dann. Ach so, und bei mir kommt der Pausenscreen hier und ein bisschen Musik, ne? Also ihr könnt auch hier schön gechillt den Stream anlassen. So, bis dann.